Schaut man sich in unserer Region um, dann gibt es da schon ein großes Angebot an Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Fitnessstudios stehen da zweifellos hoch im Kurs. Aber Studio ist nicht gleich Studio. Eine Einrichtung, die höchsten Ansprüchen entspricht, ist der Sportpark Zwickau an der Ossietzky-Straße. Am Samstag letzter Woche hatte man die Türen für Interessierte geöffnet oder besser gesagt ein richtig tolles Event auf die Beine gestellt. Schon im Außenbereich herrschte reges Treiben. Bei bestem Wetter waren zahlreiche Interessierte gekommen. Mit der Aktion knüpfte man an eine Idee an, die vor geraumer Zeit geboren wurde. Ja, genau. Wir haben jetzt quasi die vierte Veranstaltung bei uns im Studio. Wir hatten zwei Ernährungsvorträge, einen der lustigen Art mit dem Patrick Heitzmann und eine mit dem Thomas Schmidt. Des Weiteren hatten wir den Rückenvortrag mit dem Dr. Wolf. Und heute haben wir die Veranstaltung Meet and Beat, also Treffen und tolle Musik hier bei uns im Sportpark. Wir haben es gesehen, schon in der Anwerbung, die bei uns lief, ihr hinkt da und hinkt und hinkt und habt erzählt, was heute abläuft. Und was genau läuft heute ab? Genau, also das war die Hang-Challenge und bei dieser Hang-Challenge konnten die Bewerber sich für ein Personal-Training mit den Profis, die man hier sieht, bewerben. Das ist die deutsche Profi-Rieche im Bodybuilding für die Jugend, für die Leistungsorientierten. Und mit denen ein Personal-Training zu machen, ist, denke ich, ziemlich besonders und kann nicht jeder. Jetzt geht der Tag aber noch ein Stück weiter, ne? Ja, genau, der Tag ging toll los. Wir haben erstmal die Stars bei uns empfangen, haben das Personal-Training verlost. Jetzt ist es gerade hier am Laufen bei uns im Studio. Jetzt haben wir gerade noch auf dem Hof draußen die Shuri-Kids, die ja bei uns auch trainieren. Die machen dort Vorführungen, sind natürlich ganz stolz, das ihren Eltern und Großeltern zu präsentieren, was die im Training alles zu erlernen. Ja, und nachher geht es noch weiter mit dem eigentlichen Seminar von den Bodybuilding-Profis. Das heißt, da gibt es Fragen zum Training, Fragen zur Ernährung, zur Regeneration. Aber da weißt du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber Bescheid. Ja, genau. Also was so ein Profi macht, ist natürlich für jeden spannend, sehr interessant, bis hin zu den Plänen, die noch haben in ihrer Laufzeit. Denn einige sind auch im Mr. Olympia dabei, also ziemliche Hochkaräter. Dann haben wir doch die Chance genutzt, mit den Hochkarätern ins Gespräch zu kommen. Uns interessierte natürlich, was der Weg ist, in der Liga ganz oben mitzuspielen. Ja, das erste Mal, das Wichtigste ist jahrelange Disziplin. Bodybuilding ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Also jahrelang dranbleiben, beständig bleiben, diszipliniert bleiben. Natürlich gehört auch eine gewisse Genetik dazu. Also nicht jeder kann mit Sicherheit ein Bodybuilder werden. Jeder kann aus seinem Körper das Beste rausholen. Oder wie weit das dann reicht, das ist natürlich immer was anderes. Bei einem reicht es auf die Bühne, der andere, der kann einfach gut aussehen. Aber das ist dann eine Genetiksache. Aber wichtig ist, man muss jahrelang einfach beständig dranbleiben. Es ist ja eigentlich immer eine Domäne der Männer gewesen, aber mittlerweile ziehen die Mädels ganz schön nach. Ja, absolut. Also ich komme noch aus einer Zeit, da gab es gerade mal eine Frauenklasse, das war Bodybuilding. Und inzwischen haben wir eine riesen Klassenvielfalt. Wir haben natürlich jetzt für Frauen auch viel Bikini-Bereich, Fitness-Bereich, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so die Muskelpakete, weil das will nicht jede Frau, aber es einfach ein sportliches, feminines Aussehen ist, das ist ganz, ganz wichtig. Aber da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Klassen. Und ja, das Ganze kann man sagen, ist ein bisschen mehr so fast schon ein Breitensport geworden. Aber es ist eine tolle Entwicklung und auch für die ganzen Studios natürlich ist das absolut ja, gewinnbringend, kann man ganz klar sagen. Apropos Studios, wie findest du hier den Sportpark? Ja, ganz klasse, ich bin ja schon darf das zweite Mal schon hier sein, war schon mal 2019 hier. Ist ein tolles Studio, eine super Atmosphäre, unzählig viele Maschinen. Also da kann jeder trainieren, für jeden ist was dabei. Kann man nur wärmstens weiterempfehlen. Dann hatten wir noch zwei interessante Gesprächspartner vor der Kamera. Also herzlichen Dank, schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Tim Budesheim, ich bin 33 Jahre alt und betreibe Bodybuilding, seitdem ich 16 bin. Und so im Amateurbereich, mehrfacher Weltmeister und irgendwann in dieses Profilager aufgestiegen. Und mittlerweile verdiene ich so seit ein paar Jahren mein Geld damit als Profi-Bodybuilder. Aber du
kommst auch und nimmst Menschen an die Hand, erklärst ihnen, wie sie vielleicht dahin kommen könnten, was ihr Ziel ist. Genau, also heutzutage im Bodybuilding kann man nicht vom Bodybuilding leben, von den Shows, sondern eben von dem Social Media drumherum. Ich mag es nicht zu sagen, ich bin Influencer, aber irgendwo gehört es halt dazu. Und ich denke halt einfach, okay, ich habe viele Fehler gemacht früher, weil früher gab es diese Plattformen noch nicht. Und es ist ja einfach schön, wenn ich jetzt junge Menschen davor bewahren kann, die gleichen Fehler zu machen, damit die jungen Menschen vielleicht ja, einfach sich Fehler ersparen und schneller erfolgreich sein können. Wir haben es heute schon gehört, es ist nicht mehr die Domäne der Männer. Wir sehen es gerade neben dir. Es gibt auch ganz tolle Frauen, die richtig gut durchtrainiert sind. Ja, Wahnsinn, mega. Und die Frauen sind auch da die besseren Bodybuilder, kann man sagen, weil Frauen sind leidensfähiger, die diskutieren nicht so viel. Da sagt man 1000 Kalorien und dann machen die das und heulen nicht rum und oh, ich habe Hunger. Also Frauen sind da schon bissig und schön, dass quasi, dass das so immer breiter streut. Egal ob Frauen oder Männer, die vielleicht nicht das Talent haben, um dicke Muskeln zu haben. Also es gibt ja mehrere Klassen heutzutage. Früher gab es Bodybuilding und das war's. Und heute gibt es ganz viele Klassenunterteilungen, auch für Frauen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte nicht so die mega massige Frau sein, einfach so hübsch, feminin, schön, aber trotzdem muskeldefiniert, so wie sie. Sie war nämlich kürzlich erst auf dem Wettkampf, ne? Letzte Woche. Letzte Woche, ja. Genau. War mein letzter Wettkampf. Erzähl uns mal dazu. Ja, ich war letztes Wochenende auf der Weltmeisterschaft in Manchester als Naturalathletin im Bodybuilding. Meine Klasse ist die Fitness-Figur-Klasse und habe dort den dritten Platz gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie kommt man als Frau dazu? Also ich trainiere schon seit über 20 Jahren, bin da im Kraftsport und Ausdauersport unterwegs gewesen und war immer meine Leidenschaft und bin dann Anfang 2022 ins professionelle Coaching gegangen und mit den Ambitionen halt mal auf die Bühne zu gehen und habe das dann quasi vom Hobbysport in Leistungssport umgewandelt und Hast du selber auch noch einen Coach? Ja, ich habe zwei Coaches. Wow. Also es ist ein Pärchen, ist ein Mann und eine Frau. Sie macht alles rund um Ernährung und Posing-Training und er erstellt die Trainingspläne. Genau. Und ich habe dieses Jahr meine erste Saison gemacht, bin zweifache deutsche Meisterin geworden. Ich habe in verschiedenen Verbänden bin ich angetreten und bin auch Newcomer-Meisterin geworden und bin auch Master-Meisterin geworden. Und jetzt noch Dritte auf der WM und als erste Saison, denke ich, habe ich da ganz gut abgeräumt. Hast du dir heute auf jeden Fall was schmecken lassen, hast du dir verdient. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und ich glaube, ihr habt die Menschen heute gut unterhalten und auch viele motiviert, vielleicht trotzdem am Sport dran zu bleiben. Ja, das ist unser Ziel und vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes, andere Leute zu inspirieren. Ja. Nachdem so mancher unter fachkundiger Anleitung trainiert hat, standen die hochkarätigen Gäste dann in einem Meet and Greet Rede und Antwort. Ja, und dann gab's noch ein paar tolle Infos. Ja, wir haben im Rahmen von dem Tag heute ein tolles Angebot. Wir haben eine Aktion, wo wir 200 Mitgliedschaften rausschießen, wo die nächsten 6 Monate nur 1 Euro kosten. Und danach gibt es uns ja schon ab 29,90. Und ich kann ein Geheimnis verraten, das Angebot wird sicherlich auch nach Anfang, Mitte der kommenden Woche hier einzulösen sein, weil wir die 200 Abos noch nicht voll haben. Und du verrätst uns noch, ihr nehmt die Leute richtig an die Hand. Also sie brauchen keine Ängste oder Befürchtungen. Oder wenn sie vielleicht nicht das ideale Ausgangsgewicht haben, nehmt sie an die Hand und macht das ganz sanft. Genau dafür sind wir da, als Trainer, als Therapeuten. Wir nehmen sie an die Hand, weisen sie ein in die Geräte, die für ihre Problemzonen perfekt sind, sodass sie sich rundum wohlfühlen und auch über längere Zeit dann ihre Ziele erreichen können. Ja, Susanne, ich habe gerade gesehen, ihr habt heute ein ganz spezielles T-Shirt alle hier an. Ja, das ist unsere neue Sportpie-Kollektion. Das wird der Anfang sein von einer Limited Edition. Wir haben da 4 tolle Motive, werden da ganz viele verschiedene neue Produkte haben, werden auf einen Online-Shop hinarbeiten, sodass man jetzt den Sportpike auch als Marke kaufen kann. Den Abschluss dieses etwas anderen Tages der offenen Tür bildete dann die Aftershow-Party im Nachtwerk Zwickau.